Am 31.03. fand der diesjährige Deutsche Computerspielpreis statt und mein Spiel Monkey's Adventure wurde nominiert. Falls ihr die Übertragung noch nicht mitverfolgt habt, werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen, ob das Spiel einen Preis bekommen hat. Kurz gesagt, leider nein. Leider hat es für Monkey's Adventure nicht gereicht. Bin ich jetzt traurig? Hell no. Ihr müsst wissen, es ist mein erstes Spiel. Alleine schon die Nominierung hat mich komplett aus den Socken gehauen. Eine Fachjury aus Experten und Größen der Spieleindustrie hat aus 451 Einreichungen mein Spiel nominiert. Die Nominierung ist für mich ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und das Spiel auf jeden Fall weiterentwickeln sollte. In diesem Video möchte ich die Erfahrung mit euch teilen und über die Zukunft des Spiels reden. Als ich am 30.03. in München ankam und mir nach dem Check-in im Hotel den Veranstaltungsort angucken wollte, stellte ich etwas unfassbar Cooles fest. Die nominierten Titel wurden auf Werbetafeln abgebildet. Ihr müsst euch vorstellen, ihr lauft durch München und seht das Cover eures Spiels auf einer verdammten Werbetafel. Wie geil ist das denn bitte? Ich visualisierte ständig, wie es wäre, wenn in dem Brief des Laudators Monkey's Adventure stehen würde. Um das Video nicht unnötig zu strecken, kommen wir nun zum 31.03., dem Tag der großen Preisverleihung. Die Preisverleihung begann um 19:30 Uhr, doch die Nominierten sollten für ein Briefing schon um 18 Uhr vor Ort sein. Ich zog also meine schicksten Klamotten an und machte mich auf den Weg vom Hotel zum Ort. Nach einer Kontrolle am Eingang bekam ich einen Platz zugewiesen und schaute mir die Kulisse genauer an. Da ich die Gelegenheit nutzen wollte, um auch neue Kontakte zu knüpfen, sprach ich auch mit vielen anderen Entwicklern vor Ort. Das Team hinter Skugor und die Entwicklerin von Delightful, welche ebenfalls als bester Prototyp nominiert waren, sowie den Entwickler von Battle & Settle, welches als bestes Mobile Game nominiert war, traf ich zuerst an. Es waren sehr inspirierende und coole Gespräche und ich bin froh, sie kennengelernt zu haben. Getränke und Snacks gab es vor Ort und der Service war hervorragend. Die Kulisse war der Hammer und die Atmosphäre war einfach traumhaft. Nach 1,5 Stunden begann dann die Preisverleihung. Die Moderation sollten Uke Bosse und Katrin Bauerfeind übernehmen. Frau Bauerfeind hatte jedoch einen positiven Corona-Test und durfte nicht vor Ort sein. Uke musste also die Moderation alleine übernehmen. Und was soll ich sagen? Er meisterte es. Seine Solo-Moderation war fabelhaft. Ich möchte in diesem Video nur auf meine persönliche Erfahrung eingehen und kein Commentary zum DCP abliefern. Daher komme ich jetzt direkt zum Zeitpunkt der Kategorie Bester Prototyp. Ich muss sagen, es war echt traumhaft und surreal, den Trailer vom Spiel auf der Leinwand zu sehen. Mit Worten kann ich die Gefühle, die mir zu der Zeit durch den Kopf gingen, nicht wiedergeben. Mackis Adventure. Matteo Kovic, Erik Hartmann. Die Spannung war gigantisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich weder traurig noch niedergeschlagen war, als die Laudatorin V-Blue zum besten Prototypen ernannte. Herzlichen Glückwunsch an das Team hinter V-Blue von Peter Bartolik, Christian Walter und Ramona Rabe. Es war ein wirklich schöner Abend und ein Trip nach München hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Abschließend zum DCP möchte ich noch eins sagen. Gratuliert nicht nur den Gewinnern und Nominierten, sondern schätzt auch die eingereichten Titel. Die Einreichung ist der erste Schritt. Seid nicht traurig, wenn ihr dieses Jahr nicht unter den Nominierten wart, sondern arbeitet weiter an eurem Projekt und versucht es beim nächsten DCP noch einmal. Die deutsche Spieleindustrie braucht euch. Vor allem der Nachwuchs ist besonders wichtig. Auch wenn Monkey's Adventure dieses Jahr nicht der beste Prototyp war, werde ich weiter am Spiel arbeiten und nächstes Jahr vielleicht ja das beste Debüt hinlegen. Alles ist möglich, wenn man an seine Träume glaubt und hart dran arbeitet. Den letzten DCP 2021 habe ich voller Freude genossen und mir vorgestellt, wie schön es wäre, irgendwann mal dabei zu sein. Ein Jahr voller harter Arbeit später und Monkey's Adventure wurde nominiert. Die Nominierung beim DCP brachte mir nicht nur eine sehr schöne und unvergessliche Zeit, sondern auch ein Nominierungsgeld in Höhe von 25.000 Euro. Ich möchte euch jetzt gerne über meine Pläne für dieses Jahr informieren. Der Release des Spiels ist für Weihnachten geplant und ich habe noch einen Riesenhaufen Arbeit vor mir. Abgesehen von den Entwicklungsaspekten, auf die ich in meinem zukünftigen Devlog eingehen werde, ist auch einiges im Real Life geplant. Erst einmal möchte ich klarstellen, dass ich mit dem Preisgeld keine privaten Dinge wie ein schönes Auto kaufen darf.
Das Geld wird nur für die Entwicklung des Spiels eingesetzt. Ich sehe das Geld wie eine Förderung in mich und das Spiel. Daher behandle ich es auch so und gehe damit nicht verantwortungslos und verschwenderisch um. Wer sich da mal die Bedingungen durchlesen möchte, kann sich gerne über den Link in der Beschreibung auf die Seite vom DCP navigieren und sich dort alle Informationen in Ruhe durchlesen. Meine erste Investition wird vermutlich eine Verbesserung des Equipments sein. Zum Beispiel ein neuer PC oder Lizenzen für nützliche Programme, die bei der Entwicklung helfen können. Außerdem werde ich versuchen, mit dem Spiel dieses Jahr auf der Gamescom aufzutreten. Ein kleiner Stand kostet beispielsweise 1000 Euro mit dem Intel-Partnerprogramm. Ich würde mich sehr freuen, Maggie's Adventure auf der Gamescom ausstellen zu können und dann vielleicht auch mit ein paar anderen Entwicklern zu quatschen. Neben weiteren 1000 Euro, die ich für den letzten Marketing-Push 3 bis 4 Wochen vor Release aufspare, lege ich den Rest des Geldes erstmal zurück. Potenzielle Porting-Kosten nach dem PC-Release könnte ich mit dem restlichen Geld zum Beispiel auch decken. Wie ihr seht, ist das Geld genauso schnell weg, wie es auch da ist. Vor allem nachdem die Steuern abgezogen sind. Okay, wir kommen langsam zum Ende des Videos. Ich würde jetzt noch einmal gerne die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen Werbung für das Spiel zu machen. Schaut doch gerne auf der Steam-Seite vorbei und testet die Demo von Maggie's Adventure. Wenn ihr außerdem noch supporten wollt, könnt ihr auch sehr gerne das Spiel zu eurer Wunschliste hinzufügen. Der Link zur Steam-Seite findet ihr in der Beschreibung. Diesen Sommer findet das nächste Steam Next Fest statt. Ein Event auf Steam, wo Demos von Indie-Games geshowcased werden und Maggie's Adventure ist auch dabei. Wenn ihr auch an einem Indie-Game arbeitet, habt ihr noch die Chance, euch für das Event anzumelden. Ich kann es jedem nur empfehlen. Den Link zur Steam-Seite über das Next Fest findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Haut rein!